wollte selber leben. Auf die Beine mit dir, Soldat! Danke, du stehst genau im Weg. Bitte sehr. Alter! Gut. Der wird im Fies! Wow! Riese! Orgon auf dem Feld! Wo? Schon tot. Ach, da ist und dann noch einer. Nächster! Das Gewehr ist übel! Bam, bam! Okay, ich tue euch mal was Gutes. Ihr seht eine mächtige Feuerwaffe auf dem Boden. Rick, würfle, um sie aufzuheben. Oh nein! Na, was los? Ich habe eine 1. Eine 1? Das ist ein kritischer Fehlschlag. Auch als Griff ins Klo bekannt. Was? Wie kann man denn beim Aufheben einer Waffe verkacken? Tja, wie es aussieht, flutscht euch die Waffe aus der Hand und fliegt weit weg. Ups, Glitschfinger. So sind die Regeln, Mordi. Keine Panik, Baby. Einfach die Waffe suchen. Du bist also Mordi. Kann ich machen jetzt? Warte kurz, Honey. Ja, ich bin Mordecai. Zero macht auch noch einen Kommentar. Ja, ich bin Mordecai. Das finde ich so geil, ja. Ich bin Mordecai. Aber Lilith-Zero braucht noch einen Kommentar dazu. Ja, aber ich finde es so geil, dass ich Mordecai bin. Weil Wo ist die Waffe jetzt eigentlich hin? Geschütz auf! Ein Gegner weniger. Zurück! Wo ist die Waffe jetzt eigentlich abgeblieben? Weg! Irgendwo anders hingeflogen. Wann? Ja. Warte Gott, wo ist sie? Gab's nicht irgendwie noch? Okay. Es ist vielleicht die Waffe, die das war Maxis Waffe übrigens. Ich weiß, das war die Quest. Ja. Da Quest-Waffe. Okay. Meine Fresse, das hat vielleicht genervt. Danke für die Hilfe. In diesem dämlichen Level bin ich bestimmt 80 Mal gestorben. Okay, definitiv die Anspielung. Der Kerl, der mich umgebracht und mir meine Seele geraubt hat, rennt hier immer noch irgendwo rum. Noobkiller. Wenn man von Blödsinn spricht, würdet ihr mir helfen, ihn umzulegen? Schluss mit dem gruseligen Gelächter, Idiot. Oh mein, Granate. Versuch doch jetzt nochmal, mich von hinten zu erstechen, während ich was trinke, Flachwichser. Hey, geh nochmal. Ich hab auch was für euch. Flachwichser. Epic. Okay. Von hinten. Oh, die liegt gleich hier vorne. Cyber. Warte, wo ist die Waffe? Da. Ja. Kackt ihr auf ihn? Zero schrecklich Lilith vor einen guten Kommentar. Ihr findet die Schusswaffe wieder. Lilith, würfel sie aufzuheben. Musst du sogar machen. Ne 1. Als ihr die Waffe aufhebt, rutscht sie euch wieder so ungeschickt aus der Hand, dass ihr euch dabei alle Finger brecht. Ihr erleidet, eine Menge Schaden. Scheiße. Ich sollte echt besser aufpassen, wenn ich Sachen aufhebe. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, das war ziemlich herbe. Wo ist die Waffe jetzt? Mal gucken. Schade, kein Zero-Kommentar dazu jetzt lohnt es nicht mehr. Jetzt ist es aus dem Gebiet raus, die Waffe. Jetzt sollten wir erstmal hier weitermachen. Ja. Oh, dann ist der Schlupfwinkel. Aber ich glaube, das reicht auch erstmal von der Aufnahme her. Okay, da gibt's gibt's es nicht. Ja, das ist sogar machbar, da müssen wir. Die Stadt sowieso hier müssen wir sowieso durchsprinten. Wäre sogar eine taktisch kluge Stelle. Intelliklug! Was ist das, Intelliklug? Hä, was? Machen wir jetzt aber Munition nach. Intelliklug, was ist das? Das ist, wenn Intelliklug ist. K-L-U-K. Zum Monsterkillen hier? Verpiss dich, Alter! Detail spawnt nur alle 10 Minuten und wir waren zuerst da! Detail in E-Sports! Lol! Bereit machen! Es
Oh, Hanni! Du hast 80 Meter auf das Ziel gekommen! Alles klar, Leute! Wir haben den Kill! Was? Jetzt müssen wir 5 Minuten warten, bis das Ding respawnt! Unsere Alter! ist gekommen! Ich baue's vor 20 Speedruns! Idee! Wenn ihr die anderen Spieler zum Rage-Quit bringt, könnt ihr das Monster einfach selbst töten! Wenn ihr einen von ihnen im Nahkampf erledigt, einen anderen mit dem Präzisionsgewehr in den Kopf ballert und die Leiche des Dritten schändet, kriegt ihr sie garantiert zum Rage-Quit! Moment! Hey, was machst denn du da? Hör auf, du Pissbeutel, das ist mein Kill! Moment, ich mach einen Headshot! Gib mir eine Headshot-Position, da! Vorsicht! Deinstallier doch! Deinstallier einfach das Spiel und kümmere dich wieder um deinen scheiß Baby-Simulator! Kammerjäger, ich bin wieder da, du Noob-Cheater, deine Mutter! Ich bin wieder da! Scharfschützengewehr! Hatten wir doch schon ein Scharfschützengewehr. Nein, zweimal brauchen wir das. Toll! Nahkampf erledigen. Nee, den haben wir. Das ist ein anderer gewesen. Das ist Teabaggen. Ah! Zum Headshot haben wir schon abgehört. Das Headshot haben wir schon mal gemacht. Den Tünn müssen wir Teabaggen. Okay. Teabaggen! Okay. Irgendwie fühle ich mich gerade wie im LFR. Welche Abkürzung ist LFR in dem Fall? LFR? Fragezeichen. LFR? Hast du eben gesagt, LFR? Ja, LFR. Du spielst kein WoW, oder? Nein. Der LFR ist ein Schlachtzugsmodus aus WoW. Wo es denn ungefähr so abgeht wie hier gerade. Ach so. Und das an sehr positiven Tagen. Hi, Brian. So, wollen wir denn mal langsam Schluss machen? Wie ihr wollt. Was ihr wolle. Wo du wolle. Yeah! Anarchie! Zerstört das System! Das ist eine ziemlich gute Kombination. Todesschrei mit Anarchie und... Hashtag! Also ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal Schluss für heute. Oh. Aber eine wunderschöne Anspielung, das letzte. Was? Ja. Was eben passiert ist? Hä? Manchmal ist echt schwer vom Begriff. Schwer vom Begriff ist ein simpler Begriff dafür. Das ist der Spielmann, wenn du dich verstehst. Leute, kommt mal kurz her. Was hast du gefunden? Komm mal her. Grabsteinsprüche? Nein. Schade. Fliegen wir das Fass? Ey, Vase war nicht? Seht ihr das da nicht? Die fliegende Vase? Die fliegenden Vasenstücke, genau. Ja. Und? Eben, und? Schön warm. Schön warm.
Suchst du was? Nö, nicht wirklich. Was du wolle? Außer ein Leben. Extra Leben? Das sozusagen. Geht oh, cool, der Kammer. Kammerjäger-Symbol. Kammerjäger! 1 von 3. Yep. Nate. Helium. Und Geld. I got YouTube money. Nein, das hab ich. Du nicht. Yep. Ja. Okay, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Und an der Stelle würde ich auch den Pub beenden. Ja, okay. Yo, back. Hani, hast du überhaupt aufgenommen? Ja. Gut. So. Morgen hole ich mir, wenn es geht, eine Paysafe-Card. Achso, und ich dachte, morgen holst du dir einen runter. Das auch. Oder vielleicht heute schon. Und was willst du mit der Paysafe-Card? Far Cry 3. Wenn es nur 5 Euro ist. Du lässt das nicht vom Konto deiner Eltern abbuchen. Ernsthaft. What the fuck? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo sie nur Eltern bitten. Was? Schaut mal hier an der Seite auf diese Station dort. Das und? Symbol, was da ist. Dieser Flügel da? Ja. Was ist damit? Ich kriege. Was ist damit? Das ist ich eine Anspielung auf... Das ist eine Anspielung auf ein Anime. Ernsthaft? Ja, auf Fairy Tail. Ah, vielleicht. Hat eine ähnliche Ähnlichkeit. Ob es komplett klar... Also die Frage, wie stark sie da das... Nein, ist... Na, eben. Entfernte Ähnlichkeit, aber... Ich könnte es nicht als Fairy Tail-Anspielung sehen. Ich glaube, das ist mehr, wirklich mehr so Flügel. Ich glaube, das ist nicht, dass eine Anspielung ist. Ich auch. Ich glaube, da tust du viel zu sehr rein interpretieren. Och, mimi. Alter, bist du in Deutsch? Wie gut bist du in Deutsch? Oder warst du zumindest in Deutsch? Yay! Die Flamme ist grün, aber du brennst rot. Eine Frage, wie gut beziehungsweise warst du, in Deutsch? Wichtige Frage. Wer jetzt? Du! Chrissy. Warum fragst du? Ganz einfach. Wer so viel rein interpretiert, muss hier gut, sicherlich gut gewesen sein. Ich interpretiere viele Geschichten rein. Yep. Obwohl ich in Deutsch nie gut war. Ich lese immer zwischen den Zeilen überall. Egal wo ich. Was ich lese immer zwischen den Zeilen. Für mich ist eine Geschichte einfach nur zu Geschichten sein da. Das ist ja langweilig. Ich hinterfrage immer, was der Autor sagt und was er indirekt sagt und was er eigentlich sagen sollte, was er sagen will, was überhaupt... Hani. So, und an der Stelle beende ich den Part. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Ciao.